Wir sind zurück im Museum von Toad Town, um den Captain zu finden. Ah, Mario, es befinden sich einige neue Ausstellungsstücke in unserer Sammlung. Lül. That's it, oder was? Ich glaube, wir müssen zum Hafen. Und zwar suchen wir immer noch den Captain, den wir im letzten Part aufgetaut haben. Oder so. Mal gucken, wo er ist. Ich vermute ja am Hafen. Es war im vorletzten Part. Im letzten Part haben wir nur Zeug collected. Und ich muss mich gerade mal entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig Zeug kommt. Problem aktuell ist einfach nur, ich bin im Urlaub. Wenn ihr das seht. Habe ich mir auch jetzt endlich mal verdient, ohne Witz. Aber reden wir jetzt nicht über meinen Urlaub, reden wir über den Captain. Wo ist er denn? Ist er hier irgendwo? Wohin müssen wir? Ja, komm, gehen wir zur violetten Schlaufe. Zur violetten Liane. Ach, keine Ahnung, wie es heißt. Ich bin jetzt gerade anders lost. Ich nehme wieder übelst spät auf, sonst komme ich echt nicht mehr dazu, euch Content zu liefern. Der weite Ozean. Wir sind zurück. Wow. Der weite Ozean ist ja so groß, absolut riesig. Und die Brise fühlt sich so toll an. Aber warum riecht es denn hier nach Salz? Der weite Ozean ist endlos. Man kann ihn eigentlich nur mit dem Wort gewaltig beschreiben. Obwohl, vielleicht bleibe ich doch einfach bei weit. Oder vielleicht ganz schön total groß. Oh, schaut mal. Da ist die violette Luftschlange. Sie zieht sich über den weiten Ozean. Sieht ja ziemlich lange aus. Wie weit die wohl noch geht. Der weite Ozean ist ja, wie gesagt, riesig. Da sollten wir besser nah an der Luftschlange dranbleiben. Können wir jetzt wieder selbstständig rumfahren? Das würde ich übelst gut finden. Tatsächlich. Anscheinend hat es ja hier noch eine Insel. Da konnten wir ja vorher nicht drauf. Vielleicht können wir jetzt drauf. Mal schauen. Das hier ist sie. Tatsächlich. Lül. Ich fühle mich gerade wie in Wind Waker. Oder Phantom Hourglass. Ja, ich glaube eher das. Wo man die ganzen Inseln ansteuert. Insel der Kämpfe. Revanche-Insel. Hier geht's durch und durch zur Sache. Okay. Willkommen, Krieger der Wellen. Auf dieser Insel erwarten dich 7 mächtige Pappmacho-Gegner. Wenn du sie besiegst, sollst du belohnt werden. Für jeden Sieg erhältst du mehr Münzen und anderes Zeug. Fallen jedoch deine Kraftpunkte auf 0, Game over. Du verlierst die Runde und alles Erkämpfte. Der Einsatz von Pilzen ist verboten. Überleg dir gut, ob du nach einem Sieg weiterkämpfen willst oder nicht. Genug der Worte. Die Insel will kämpfen. Ring frei für Runde 1. Okay, wir müssen es so oder so schaffen, aber... Ja, okay, das geht. Das geht. Der stapfende Schrecken. Pappmacho Goomba. Der ist jetzt echt nicht schwer. Ja, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann bin ich eigentlich total zufrieden. Problem aktuell ist einfach nur... Wir sind nicht voll. Die Frage ist, müssen wir voll sein, um hier zu gewinnen? Also wir haben die Hälfte von unserem normalen Leben. Oder wie sieht es aus? Mir gefällt es irgendwie voll. Ah lol, wir werden sogar geheilt. Lül. Gewonnen. 100 Münzen. Wild. Möchtest du weiterkämpfen? Jo, klar. Und als nächstes kommt... ein Shy Guy.
Das pierschende Pokerface. Pappmacho Shy Guy. Okay, aber die waren jetzt auch nicht so schwer, oder? Die haben ja das gleiche System. Oh lol. Die haben sich schneller umgedreht. Okay. Oh shit. Da hat er uns jetzt einmal erwischt. Die sind schon ein bisschen schneller als die Goombas. Na. Und halten auch ein bisschen mehr aus jetzt durch das ganze Zeugs. Scheiße. Lol, wir haben noch 8 HP. Wir sind tot. Was? Okay, wir kommen hier auf jeden Fall nochmal zurück, wenn wir komplett geheilt sind. Und wenn wir mehr Leben haben, weil ich finde, puh, der hat gerade richtig reingebrieselt. Ich weiß nicht, ob es so schwer ist, weil es so weitläufig ist, aber ja. Wir probieren das auf jeden Fall früher oder später nochmal. Jetzt ist aktuell noch nicht der Zeitpunkt dafür, weil ich zu schlecht bin. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Gut, gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Ich meine, kann ja sein, dass wir hier noch irgendwas übersehen haben. Oh lol, hier ist zum Beispiel nichts mehr. Alles klar. Dann gehen wir einfach weiter Richtung Norden, Richtung Schlaufe, Richtung Band, wollte ich sagen. Band ist das richtige Wort. Ernsthaft? Alter, wie viel sind es? Da kannst du ja gerade aufhören zu spielen. Ja, RIP auf jeden Fall. Zum Glück sind es nur Cheap Cheeps. Aber habt ihr gesehen, wie viel? Aber die Musik gefällt mir. So. Ah, der Fail von gerade eben regt mich schon ein bisschen auf. Wir probieren es nach meinem Urlaub nochmal. Dauert halt ein bisschen. Deswegen kommt jetzt aktuell auch nur Paper Mario. Weil das am einfachsten ist zum Aufnehmen. Was ist das schon wieder für Zeug? Oh mein Gott, das nervt wieder anders. Keine Ahnung. Wir bekommen richtig aufs Maul. Oh man. Naja, gucken wir, dass wir so viel wie möglich töten. Das haben wir auch geschafft. Wie wir jetzt den anderen Schmarrn hier kaputt bekommen, keine Ahnung. Ah lol, wir haben sogar 4 Züge. Ah, aber es sind schon viele Gegner. Beides blocken und hauen wir einmal mit dem Hammer drauf. Ich meine, warum nicht? Zack. Ciao, ciao. Alter, wie viel da jetzt draufgegangen sind. Es hat sogar kurz geleckt. Lül, die Performance von dem Spiel ist ab und zu ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Oh, das verschwindet einfach im Boden. Mario, sieh doch, die Luftschlange verschwindet ja einfach im Wasser. Wie sollen wir der denn jetzt folgen? Keine Ahnung. Ah, da hinten ist sie. Lühn. Aber hier verschwindet sie erneut im Nebel.
Maschinenstopp! Okay. So einen Nebel habe ich ja noch nie gesehen. Man sieht ja die eigene Nase nicht, wenn ich eine hätte. In dieser Suppe würden wir uns nur verfahren. Wir müssen beidrehen, ehe wir noch Klabautermanns Küche bekommen. Da bricht einem doch der Mast. Wenn wir nur eine Seekarte hätten, damit könnten wir sogar durch diesen Dunst hier navigieren. Sag mal, wo wir gerade beim Thema Karten sind. Kennt ihr die Legende von Captain Toad? Es soll einst einen Toad gegeben haben, der sich hier unten in den Wellen bewegte und in Besitz einer mysteriösen Seekarte war. Aber das ist sicher nur alte Geschichten. Wenn sie nur wahr wäre, eine solche Seekarte würde uns sicher durch den Nebel helfen. Sprichst du von dem Captain Toad? Den kennen wir. Er hat gesagt, dass er zum Museum will. Haha, Scherzkekse. Das ist doch der trolligste Seemannsgarn, den ich je gehört habe. Der sagenumwobene Captain eingesperrt in einem staubigen Museum. Ich lach mich schlapp. Moment, war das ernst gemeint? Wow, dann nichts wie hin zu dem Museum. Lül, als ob man das erst triggern muss, dass der Captain dort auftaucht. Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen hart lächerlich. Nee, ohne Witz. Das finde ich echt schlecht. Oh Gott, Fische? Da hinten sind nochmal Inseln. Aber ich weiß nicht, ob da was ist. Ja komm, gehen wir zurück. Und gucken, was der für eine Karte hat. Wunderbar. Und es lädt. Das hat mich im Shogun-Land so aufgeregt. Diese ewigen Ladezeiten. Hat sich jetzt die Musik verändert? Ah ne, ist nur am Hafen so. Lühlen. So. Ab zum Museum. Bekommen wir jetzt hier das U-Boot? Ich hatte gedacht, dass der Captain hierher kommen würde. Captain Toad? Der existiert in Wirklichkeit gar nicht, musst du wissen. Er ist nur eine alte Legende. Eine schöne Legende, aber dennoch nicht real. Und da kommt er einfach raus. Momentchen mal. Auf dem Schild steht Supermarinesteuern verboten. Dann ist das, was dieser Eindringling da tut, ja verboten. Ah, oh meine teure Marino. Noch immer stilvoll, noch immer formidabel und doch schreitet die Zeit voran. Oh, wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Also, haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Die Seekarte, die war's. Ach, hoffentlich haben Sie sie gefunden. Manches mag für immer verloren sein. Zurück bleibt nur eine flüchtige Erinnerung, wie eine einzelne Träne im Meer. Doch in der Tat, ich erlangte die Seekarte. Ich schlage einen Handel vor. Befördert mich um mein stolzes Schiff zum weiten Ozean. Und meine Karte soll euch gehören. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin, aber ich habe alles Wichtige gehört, als ich reingekommen bin. Wenn ihr diesen Pott zum weiten Ozean befördern wollt, bin ich euer Tod. Oh, das ist einfach toll. Ein U-Boot auf einem Schiff, zwei berühmte Kapitäne. Ich kann es kaum erwarten. Und was ist mit meiner Ausstellung? Das war die Hauptattraktion. Wo soll ich denn jetzt bloß eine neue herkriegen? Absolut kein Plan. Woher die Montys kommen, keine Ahnung. Verbindung hergestellt, ihr seid startklar. Wenn ihr das Schiff noch weiter aufpeppen wollt, mehr Schlote, mehr Nieten, mehr Swimmingpools, lasst mich wissen, ja? Können wir das echt aufwerten? Mein Dank ist euch gewiss. Dies übergebe ich in eure fähigen Hände. Seekarte, wild. Klasse, jetzt finden wir das andere Ende der nächsten Luftschlange ganz sicher. Außerdem gibt's jetzt noch mehr Abenteuer für uns. Wer weiß, was für fantastische Sachen wir auf See sehen werden. Auf See sehen. Ich hab's echt drauf.
Nein. Ich muss schon sagen, diese ganze Situation mit Captain Toad und das, was man in akademischen Kreisen als total Gaga bezeichnet. Aber davon abgesehen, die Authentizität der alten Texte ist umstritten. Die Marino gehört Ihnen, Captain. Ich wünsche Ihnen viel Glück und alles Gute auf Ihren Reisen. Sollen Sie sich zum erneuten Besuch im Museum entschließen, biete ich Ihnen gerne eine persönliche Führung an. Oh, das ist einfach der Knüller. Ich freue mich ja schon so, dass ich und mein Schiff euch helfen können. Und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was dieses U-Boot alles kann. Es fährt unter Wasser. Ich sag ja, moderne Technik ist ja nicht uralt. Jedenfalls, wenn ihr mich braucht, kommt einfach zu mir und sagt mir Bescheid. Euer Skipper ist immer für euch da. Okay. Captain Toad ist einfach hier hinten. Oh, eine Reise von 100 Seemeilen beginnt mit einem einzelnen Planscher. Ja, hat was. Let's go to the ocean. Dieses Mal mit der Marino an Bord. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch echt benutzen können. Gut. Drücke L, um die Seekarte zu öffnen. Der rote Schiffsumriss zeigt an, wo wir uns gerade befinden. Nutze die Seekarte, um dich auf dem Meer zurechtzufinden. Im Moment ist sie größtenteils leer, aber ich verzeichne neue Orte darauf, wenn du sie entdeckst. Lol, was ist das? Eine Insel habe ich bereits auf der Karte eingetragen. Eine schaurige, schädelförmige. Ich nenne sie das Knochenkopf-Eiland. Das Knochenkopf-Eiland soll etwas mit dem Nebel auf dem weiten Ozean zu tun haben. Begeben wir uns als erstes dorthin. Drücke das, um mit dem U-Boot auf Tauchgang zu gehen. Es gibt Stellen, die regelrecht dazu einladen. Kurs auf Knochenkopf-Eiland. Okay, krasser Tipp noch, auf jeden Fall. Ich würde gern erstmal zu dem Tintenfisch, der sich rechts befindet. Also ganz rechts, ein bisschen im unteren Feld. Und mal gucken, ob hier noch so ein kleiner optionaler Boss auf uns wartet. Oh, wir sind noch nicht ganz dort. Müll. Okay, wir müssen erst den Nebel loswerden. Wir können noch gar nicht an den Rand. Leider. Aber kein Stress. Ah doch, wir können dahin? Wir müssen dahin. Oh wow. Ich habe absolut keinen Plan, wo wir sind. Es ist ein sehr komisches Kapitel. Ohne Witz. Was für ein unheimlicher Schädel. Ja, legen wir mal hier an. Und gucken, was abgeht. Das ist ein Händler. Oh je, ist ja richtig unheimlich hier. Bilde ich es mir nur ein oder starrt uns der Riesenschädel dort irgendwie an? Gebt der Furcht nicht nach. Ihr müsst die Insel erkunden. Ich will ihre Geheimnisse erfahren. Und deshalb bleibst du da oben. Und guckst runter. Edelexquisit, ich verkaufe Zeug. Münzschrittzähler. Okay. 10.000 Schritte gibt's für eine Belohnung. Alles klar. Kennt ihr die Musik? Das ist ein Remix von Color Splash. Aber ziehen wir uns gleich rein. Ich möchte jetzt erstmal den Münzzähler ausstatten. Ja, das ist echt ein Remix. Lül.
Und viel besser als damals bei Color Splash. Viel gruseliger. Passt hier auf jeden Fall zu der Umgebung. Und die Raben fucken mich gerade anders ab. Aber wir können gut ausweichen bisher. Ist hier wieder ein Kaffee? Alle Fragezeichenblöcke abgeräumt, Lühl. Und alle Grundloslöcher repariert. Hier ist wieder ein Kaffee. Lohnen sich die Dinge? Die schießen ja aus dem Boden wie Starbucks. Lühl. Willkommen, immer rein in die gute Stube. Warum hört sich das hier so gruselig an? Willkommen im Café Klickerklack, was darf sein? Ich hätte gern einen Morbid Mocker. Wo liegt das Problem, Mario? Magst du den Löffel nicht? Willst du meinen? Der Kaffee hier ist total lecker. Warum? Ich darf darum bitten, nicht auf dem Löffel zu kauen. Ist mit dem da alles in Ordnung? Er liegt schon seit einer Weile so rum. Sein Kaffee ist bestimmt schon eiskalt. Hey, lass ihn in Ruhe. Er war die ganze Nacht auf Patrouille. Er ist mächtig erschöpft. Die Nachtschicht. Puh, das ist hart. Dann soll er schlafen. Ich mache ihm später noch einen Kaffee. Oh je. Die arbeiten sogar Nachtschicht? Krass. Kann ich verstehen, Bruder. Oh, dieser Kaffeeduft. Oh, ich mag die Kaffees. Wie du am Anfang jetzt gerade eben noch so gedacht hast, irgendwas stimmt hier nicht. Die Frage ist, was stimmt hier nicht? Und dann war es einfach wieder ein stinknormales Kaffee. Hier können wir rein in den Schädel. Über den Gehörgang. Okay, was müssen wir hier machen? Springen? Schlagen? Warum geht es hier nicht auf? Ah, doch, geht. Oh, lol. Das hätte ich wieder nicht aufmachen sollen. Ah, das nervt doch. Wie machen wir das jetzt wieder am besten? Ich habe absolut keinen Plan. Ja, machen wir es halt so. Ohne Witz. Aber Hauptsache, sie spammen irgend so einen Gegner da rein. Oh, Mann. Oder irgend so eine Gegnergruppe oder was weiß ich. Nun super, nun prima. Das war das Schlechteste, was wir je erreicht haben. Naja. Die Musik geht so von der Insel. Ich weiß nicht, ob ich sie fühle. Das ist, glaube ich, bisher die schlechteste. Was muss ich hier machen? Hier ist ein versteckter Gang. Und hier ist ein Knochen, der abgefallen ist. Lol, absolut kein Plan. Aber warte mal, lass mal probieren, durch die Nase reinzugehen. Ah, geht nicht? Lül. Okay. Hier ist ein Toad. Lül. Du hast mich gerettet, dafür zeige ich dir einen versunkenen Schatz. Ich bin zu faul, ihn zu holen.
Okay, es ist halt echt Wind Waker. Das waren alle Toads hier. Hm. Da ist safe wieder ein Gegner drin, oder? Jo. Ja, aber was ist das für ein Rätsel? Ich habe absolut keinen Plan. Kämpfe gegen die Skelett-Gumbas. So, dann machen wir es am besten so. Nein. Oh. Wunderbar. Und die klatschen jetzt mit... Oder Knochen-Gumbas heißen sie. Knochen-Gumbas. Genau, richtig unkreativ. Vor allem, weil es mehr Galumbas sind als Gumbas. Also, warum haben die jetzt überlebt? Ach, Mann. Dann fresst halt einen Collarhammer, ohne Witz. Wie greifen die an? Wie normale Gumbas? Nö. Sie machen halt mehr Schaden. Naja. Wunderbar. Können wir die Dinger irgendwie drehen oder so? Okay, was? Ich habe absolut keinen Plan. Aber müssen wir das parallel anordnen? Wie? Ah, alles klar. Okay, dann müssen wir nur den hier nochmal reinhauen. Oder? Gibt's da irgendwie... Hä? Da gibt's doch keine... Warte mal. Ah, okay. Andere Seite. Was passiert hier jetzt? Einfach hier nochmal draufhauen, oder? Und der Schädel hebt sich. Okay, wunderbar. Hier kriegen wir auch Schnipsel und einen Schatzmini. Oh wow, die Glocke erinnert mich daran, dass hier ein Schatzmini in der Nähe ist. Und zwar die Marino. Damit hätten wir hier auch 100%. Und können hier am Schädel raus? Warte, wie kommt man da rein? Willst du mich jetzt komplett verarschen? Hä? War das Rätsel nur optional? Glaube ich nicht so ganz, aber okay. Nein. Und hier müssen wir draufhauen und es leuchtet, oder? Was macht es? Ewiglich glückselig sei, wer der Karo-Insel Kugeln 3 aus der tiefsten Tiefen bringt herbei. Was? Ewiglich glückselig? Was redet denn die Statue da? Ist ewiglich überhaupt ein Wort? Ein Ventilator? Okay, das ist jetzt auch Color Splash. Das ist so ein Dings. Aber was genau hier passiert, keine Ahnung. Jetzt ist der Nebel einfach weg. Lol. Okay. Wow, der Nebel ist restlos weg. Das war ja klasse. Sucht und ihr werdet finden. Sucht die ewige Glückseligkeit. Ui.
Wir sollen was suchen, das klingt lustig. Wobei, eigentlich müssen wir ja der violetten Luftschlange folgen. Kümmern wir uns erstmal um die. Okay, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen in dem Part. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen runter. Wenn nicht, blast mir ganz kräftig in den Schuh. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis bald.